Wie alt war ich? 2. Gab es diesen Augenblick? Oder hat meine Erinnerung, diese listige Schmeichlerin, ihn aus vielen Mosaiksteinchen zusammengesetzt? Wer weiß das schon? Ich kann nur sagen, ich erinnere mich. Ich sehe ihn genau vor mir diesen Morgen. Und darum sage ich, hier begann es. Und es begann mit Musik. Mein Bett stand unter dem Fenster, die Sonne schien herein. Schräg über mir lag mein Vater und spielte Geige. Den Kopf der Geige hatte er in die Matratze gedrückt, ihren Korpus unter sein Kinn geklemmt. Der Geigenbogen kam auf mich zu und strich wieder davon. Ein süßer Duft wehte durch den Raum vom Jasminbaum, der unter meinem Fenster wuchs. Das Gurren von Tauben mischte sich in die Musik von den Volieren nebenan. So hörte ich meinem Vater zu, klein, geborgen, glücklich. Dass mein Vater anders war als andere Männer, wurde mir schnell klar. Er hatte keine Augen, nur diese schwarzen Gläser, in denen ich mich spiegelte. Vor die Tür ging er nie allein, doch im Haus kannte er sich bestens aus. Nachts schaltete mein Vater immer den Strom in unserer Wohnung aus, um zu sparen. Schwarz wie ein Tunnel war die Wohnung dann. Musste ich auf die Toilette, rief ich nach ihm. Er stand auf und begleitete mich. Nirgends stieß er an, nichts warf er um, ruhigen, sicheren Schrittes ging er voran. Und ich war es, der blind hinter ihm hertapste. Mit 3 Jahren kam ich in den Kindergarten, von da an war ich es, der ihn führte. Er nahm mich an die Hand, wir zogen los und ich kommentierte, was ich sah. Ein Auto von rechts, ein Schlagloch, ein rennender Mann. Mit den Jahren verstanden wir uns auch ohne Worte. Es genügte eine leise Bewegung nach rechts, um ihn nach rechts zu bewegen, nach links, damit er dorthin ging. Als würde uns ein unsichtbares Band verbinden. Als seien meine Augen seine Augen. So liefen wir durch Yarmouk. Eines der lebendigsten, überfülltesten Viertel von Damaskus. Die Häuser roh und unverputzt, die Hauptstraße verstopft mit hupenden Autos, die Gassen, die davon abzweigten, immer kleiner und verwinkelter, bis irgendwann nur noch Fußgänger hindurchpassten. Über alles Mögliche plauderten wir, während wir durch das Geflecht der Gassen gingen, und dann sagte mein Vater plötzlich, an dieser Ecke rechts. Und das stimmte dann. Nicht einmal haben wir uns verlaufen. Ich fragte mich manchmal, ob er tatsächlich blind sei. Auch von meiner Mutter habe ich ein frühes Bild und auch das erstaunlich scharf. Ich sitze im Kinderwagen, wir sind auf dem Markt von Yarmouk. Meine Mutter hat mich zum Einkaufen mitgenommen. Die Rufe der Menschen, das Feilschen der Händler, die Gerüche nach Blumen und Fisch, Gewürzen und verfaultem Obst. Und mittendrin ich, ein Prinz auf seinem winzigen Thron. Ich beobachtete meine Mutter, wie sie von Stand zu Stand ging, hier die besten Paprikaschoten auswählt, dort die frischeste Petersilie. Dann schiebt sie mich zu einem Brunnen. Damaskus war berühmt dafür, dass an vielen Straßenecken Wasser sprudelte. Nimmt einen Kamm Weintrauben und spült ihn im frischen Wasser. Sie beugt sich zu mir, steckt mir eine Traube in den Mund und sagt strahlend, Habibi, mein Liebling. Und noch eine Traube und noch einen Kuss. So ist das bei uns. Alle leben im selben Haus, zumindest in derselben Straße, ganz bestimmt aber im selben Viertel. Nie wäre jemand auf die Idee gekommen, von der Familie wegzuziehen, schon gar nicht wegen eines Streits. Die Familie ist alles. Ohne Familie bist du nichts.
Alle halten zusammen. Und darum fällt es mir manchmal so schwer, in Deutschland zu sein, weit weg von meiner Familie. Und noch viel schwerer ist es für meine Mutter. Es bricht ihr das Herz, dass sie ihre Enkel nicht mehr um sich hat. Ich lebe jetzt in Wiesbaden. Vor einigen Tagen war eine ältere Dame aus Köln bei uns zu Besuch. Sie saß auf dem Sofa und spielte mit Ahmad und Kinan, meinen beiden Söhnen. Ich machte ein Foto von den dreien und schickte es meiner Mutter. Es sollte ein netter Gruß sein. Es hat sie tief verletzt. Einige Stunden später rief sie mich an. So, habt ihr also eine neue Oma? Sagte sie, und ich konnte die Tränen in ihrer Stimme hören. Ich entschuldigte mich bei ihr. Doch sie begann zu schluchzen und verfluchte den Krieg und die Bomben und Assad, der ihr Leben zerstört und ihr meinen Bruder Allah weggenommen und uns auseinandergetrieben hat. Dieser Scheißkrieg, schluchzte meine Mutter. Dieser Scheißkrieg. Und wollte sich gar nicht wieder beruhigen.